Noch 20 Tage. Bald kommt unser Videowettbewerb zum Ende. Wir haben vieles Interessantes zusammengelernt. Die Webinare waren interessant und spannend. Jetzt nehmen wir an, ich habe meinen Lernfilm fertig. Sehr gut. Und was soll ich jetzt tun? Erst überprüfen den Videoformat. Warum? Weil die Videos auf YouTube-Kanal publiziert werden. YouTube unterstützt eine Vielzahl von Video- und Audioformaten. Als wir hier unten sehen, MOV-Dateien, AVI, MPEG-PS, WMV und FLV. Dann habe ich meinen Vorspann. Den ersten Teil des Films sollte ein Titel haben, Titel des Lernfilms, Kategorie, Grammatik, Wortschatz oder Lieder. Es soll stehen, dass es ein Lernfilm für das Videowettbewerb von Deutsch Online ist, das Land, wo er entstand, das Jahr des Herstellung, den Namen des Filmemachers, Lehrer und die Klasse zum Beispiel. Als Beispiel sehen wir hier, dann kommt der Inhalt. Überprüfe bitte, ob es keine Fehler gibt. Es ist doch ein Film, ja? Und am Ende, am Schluss des Films, kommt der Abspann. Dort soll der Darsteller stehen, Stab oder Schauspieler, ja, die Schüler. Wer hat die Fotos gemacht, wer hat Musik gemacht und so weiter. Wie schicke ich meinen Film? Das fertige Film kann bei WeTransfer.com hochgeladen werden. Wir schreiben www.wetransfer.com und dann klick auf Add Files, das Bild, File wählen und hochladen. Okay? Es öffnet sich unseren Computer, dann wählen wir ein File, Open und wir können das schon hier sehen. Hier schreiben wir die Empfängersadresse. In dieser Situation Gruppe Deutsch Online at gmail.com. Ja? Unsere Adresse, ja? Zum Beispiel meine Adresse, ja? Adresse at yahoo.com. Meine Adresse. Und dann bei Message. Bei Message bitte schreiben Name, Filmtitel, Kategorie, Altergruppe und dann klick auf Transfer. Dann den File wird hochgeladen. Eine andere Variante ist Dropbox. Upload. Das ist meine Mappe. Ich werde hier ein File wählen. Ja, okay. Open. Es ladet hoch. Okay. Okay. Jetzt gehe ich in meine Mappe zum Videowettbewerb und hier sehe ich einem solches Symbol, Sharelink, draufklicken und er fragt mich, ob ich dieses Bild teilen will. Hier soll ich die Name oder E-Mail-Adresse schreiben. Gruppe Deutsch Online at gmail.com. Und gleich wie vorher gesagt, unsere Message, den Message hier schreiben. Also Name, Titel des Films und so weiter. Und dann klick auf Schicken. Bei WeTransfer soll es stehen Transfer Complete. Und nicht vergessen, die Gesamtlänge des Beitrags darf höchstens 5 Minuten betragen. 5 Minuten und Minimum 3. Bitte Eltern Einverständniserklärungen bei E-Mail auch schicken. Und alle Filme werden im YouTube-Kanal hochgeladen werden. Bis zum 3. März 2013 hat das weltweite Publikum die Möglichkeit, diese Videos durch den Button Like oder Gefällt mir im YouTube zu bewerten. Wir freuen uns schon auf eure Beiträge. Bis bald. Tschüss.